Ja, die Hydra ist sehr effektiv gegen die Pax, muss man sagen. Zwei reichen dahin, dann ist das Scheißding weg. So, mal gucken, hier müssen die Hellfires rein. Können wir den aufsammeln? Ja, sehr schön, sehr schön. Damit ist unsere Rüstung dann auch wieder gerettet. So, da ein Hellfire rein. Den schnappen wir uns auch noch. Ah, das war ein Pilot. Es ist zum Flugzeug gerannt, die Sau. Dann haben wir gleich in der Luft. Weg mit dem. Statt ist hier keine Flugzeuge. So, dann den Hang auch noch auseinandernehmen. Oh, das habe ich mich wieder verdrückt. Das habe ich aus Versehen Hellfire reingeschossen. Naja, wenigstens hat sie noch getroffen. Ah, und es war mir klar, dass natürlich wieder irgend so ein Affe mit einem Raketenwerfer drin steht. Jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein. Da vorne ist eine fahrende Flak. Ja, nehmen wir sie halt mit der Hellfire auseinander. Kein Thema. Die Pack ist dann auch im Arsch. Wie viel Munition haben wir noch? Rüstung ist ganz mies. Wir brauchen definitiv Rüstung. Aber das Flugfeld ist, glaube ich, jetzt auch erstmal befreit. So, dass wir hier jetzt, ja, kurzerhand mal alles erstmal auseinandernehmen. Und dann natürlich erst wieder landen, um so Rüstung aufzufüllen. Ja, du fliegst auseinander, hier, du Scheißhanger, ey. Wie lange das jedes Mal dauert, ey. Boah, Leute, so, das ist am Arsch. Da haben wir Munition. Das ist natürlich sehr schön. Lassen wir aber erstmal da liegen und warten auf den Zeitpunkt halt, wo wir sie brauchen. Man darf hier echt nicht verschwenderisch sein. In dem Spiel ansonsten wird das nichts hier mit Missionen beenden. Den Hangar haben wir auch. Oh, da ist wieder einer mit der Bazooka drin. Ah, der hat es noch erwischt. Jetzt haben wir auch Low Armor. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein, dass wir uns nicht nochmal treffen lassen. Wir müssen definitiv zurück und landen, unsere Munition auffüllen. Munition auffüllen, sag ich schon, unsere Rüstung wieder auffüllen und reparieren lassen. Vorher nehme ich aber natürlich hier noch die ganzen Flugzeuge auseinander. Dann ist nämlich die nächste Mission auch schon wieder geschafft. Das zweite Flugfeld ist zerstört. Und danach müssen wir dann, glaube ich, nur noch den Bunker wieder machen. Secret Agent. Sehr genau, das Command Center muss zerstört werden. Benzin ist noch okay, Rüstung ist total scheiße. Munition ist auch noch ganz gut, bis auf die Hellfire. Aber gut, da brauchen wir nicht so viel von. Wir fliegen also zurück zur Landezone und lassen uns erstmal wieder reparieren. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ja, sieht ganz gut aus, vielleicht ein bisschen weiter nördlich. So, dann sollte das passen. Schnell an der Pack vorbei, nicht, dass wir hier irgendwo erwischt werden. Jawohl, hier noch hoch, hier dran vorbei. Jetzt sollten wir gleich an der Landezone sein. Hier sind schon die Dünen. Dann noch ein bisschen steil in den Normen. Ja, aber da sind wir in der Landezone. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das ist. Was ist denn jetzt? Warum landet der denn nicht? Scheuert oder was? Lande doch da einfach. Warum macht der das jetzt denn nicht? Okay. Wir können hier nicht mehr landen. Man kann nur ein bestimmtes Kontingent an, ja, sozusagen, wie soll ich das sagen, Flüchtlinge hier, naja, Flüchtlinge nicht, also Kriegsgefangenen bzw. geretteten Soldaten liegen lassen. Naja, gut. Unsere Rüstung sieht da nicht so top aus, würde ich mal sagen. Brauchen in jedem Fall erstmal noch Benzin. Ein bisschen im Süden, da finden wir Benzin, da fliege ich jetzt erstmal hin und hol mir das. Und dann stoppen wir halt den direkten Angriff auf das Command Center. Da werden wir mit Sicherheit einen Heli verlieren, aber okay, das ist verkraftbar. Da ist ja eh die letzte Mission ist, beziehungsweise die vorletzte Mission hier von dem Game. Warning Low Fuel, ja, das haben wir schon erkannt, Leute. Ja, da müssen wir jetzt eigentlich nur steil hier gerade ausfliegen. Oh, oh, hier, das ist, glaube ich, Rüstung, oder? Ist das Rüstung? Nee, das ist Munition. Das ist Munition hier, glaube ich. Gucken wir nochmal. Ja, ganz genau, Munition. Naja, gut. Brauche ich jetzt gerade nicht unbedingt. Rüstung wäre mir lieber. Aber soll man halt machen, ne? Man kann nicht alles haben. So, wir fliegen wir wieder. Oh, Friendly Troops Destroyer. Naja, ich wollte ihn halt retten. Naja, so ein kleiner Querschläger. Oh, da hinten ist Rüstung. Die holen wir uns. Die kommt mir jetzt so richtig gelegen.
Wunderbar, damit haben wir wieder 600 Rüstung jetzt. Jetzt nehmen wir erstmal ein bisschen hier den ganzen Scheiß auseinander hier von den Kunden. Voll verpisst euch und dein Schlachtbaum, der kommt auch noch weg. Bald. Naja, lieber jetzt. So, schönes Ding. Oh, hier drüben haben wir eine Pack. Und da ist dann schon das erste Command Center, ganz genau. Nehmen wir doch jetzt mal schnell auseinander. Ja, damals hat man sich mit Soundeffekten nicht so viel Mühe gegeben. Da war es halt, wie es war. So, das Command Center ist zerstört. Wer ist er? Ich glaube, den sollte ich vorher vernichten. Jawohl, scheint nicht verkehrt gewesen zu sein. Jagen wir mal hier den Aussichtsturm noch in der Luft. So, den Hydra-Werfer zerstört. Den Hellfire-Werfer, sagen wir es mal so rum. Ach, da braucht gar keiner mehr. Eine Hellfire habe ich jetzt nur noch 7 Hydras. Ich sollte mir erstmal Munition wieder besorgen. Dafür muss ich allerdings ganz schön weit in den Süden fliehen. Ist aber egal. Wenn wir Glück haben, können wir das echt alles hier noch schaffen. Wollen wir das so einen Hubschrauber zerstören? Na gut, wenn wir hier noch mehr auf solche Hydra-Werfer, Hellfire-Werfer treffen, dann wird es natürlich nix. So, das ist jetzt hier die Munition, glaube ich. Die wir in dem Airport gefunden haben, genau. Holen wir uns die mal von hier noch. Fuel 44, na, wir nehmen das Benzin auch gleich mit Scheiß drauf. Also wir sind gleich vollgetankt. Wenn wir jetzt natürlich irgendwo noch Rüstung finden würden, dann wäre das richtig toll. Aber man kann halt nicht alles haben, ne? Fliegen wir mal wieder hoch in den Norden und dann versuchen wir mal das zweite Command Center auseinanderzunehmen. Vielleicht haben wir ja wirklich das Glück, dass wir es schaffen, ohne einen Hubschrauber zu verlieren. So, jetzt langsam erstmal gucken, wo die Feinde sind. Ah, verdammt, da hat er uns doch mit seinem MG runtergeholt. Ach, verdammte Achse, ja gut, was soll's. Es war irgendwo klar, dass wir den verlieren werden. So, die Pack ist weg. Können wir jetzt ohne Probleme hier das Command Center auseinandernehmen. Oh, da hinten ist noch eine Pack. Naja, dauert halt ein bisschen das Command Center. Ich liege auch schon mal ein Stück zurück. Ich ziehe doch nicht auf das Scheißding. Weil da mit Sicherheit gleich wieder einer hintersteht mit der Bazooka, der uns dann richtig eins reindrücken will. Warten wir es mal ab. Ah ne, das ist so ein Typ, der flüchtet, wa? Kann ich den aufnehmen? Jo, den kann ich aufnehmen. Mission 4 complete. Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt sollte ich eigentlich zu Commander give us the location of our lost agent. Ah, sehr schön. Der Commander hat uns jetzt gesagt, wo der verlorene Agent ist. Und der ist da oben. Okay, fliegen wir da hin. Rüstung steht auf Hälfte, Benzin ist gut, Munition ist gut, alles klar. Weiter geht's, Jungs, weiter geht's. Wir schaffen das. Und wenn nicht, naja, auch egal. Schicken Sie den nächsten. So, hier an den Stein vorbei, da nicht gegenfliegen, das kostet uns nämlich auch HP. Beziehungsweise Armor hier in diesem Spiel. Jawohl. So, hier hinten rein. Da vorne einer Straße soll er sein. Also entweder in dem Gebäude hier oder in dem anderen. Allerdings Gebäude zerstören, wie immer mit Vorsicht zu genießen. Da könnte wieder ein Freak mit seiner Bazooka drinne warten. Ja, und genauso ist es auch. Ah, der hat uns leider auch eine gekracht, aber jetzt ist er am Arsch. Gut, der muss ja in diesem Gebäude hier drinne sein. Dann kann es ja nicht mehr anders sein. Was ist auch ein Typ, der so der Bazooka drinne verarschen jetzt oder was? Sind hier meine Heimat genäht? Da muss ich jetzt hier drin sein. Ah, alles klar. Yeah, jetzt fliegen wir da rein, Alter. Und springt bestimmt einer von der Special Force ab und stürmt den Bunker. Jawohl, gnadenlos, die Jungs, gnadenlos. Und die können nicht nur Hubschrauber fliegen, die können noch alles wegreuzen. Haben sie drauf, haben sie drauf. So, Rinder. Was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt hier so lange verteidigen, bis er mit dem da wieder rauskommt oder was? Na klasse, ey. Also, einfach ist das Spiel wirklich nicht, Junge. Also das hat es echt ganz schön in sich, was das Spiel, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Stellenweise wirklich unfair, muss man sagen. Ich
schotze jetzt hier einfach bloß noch mit Hellfires um mich rum, was soll's? Scheiß auf die Munition, wir brauchen es eh nicht mehr lange. Und noch einen Hubschrauber verlieren möchte ich eigentlich nicht. Ja, kommt ihr jetzt mal wieder raus da, oder was? Wie lange soll ich denn hier noch rumhampeln? Meine Fresse, ey. Oh, hallo. Hier kommt gleich die halbe irakische Armee an, Alter, und die lassen sich ein halbes Jahr Zeit, die Affen. Oh, low fuel. Nein, nein. Das war das Letzte, was mir jetzt hier noch fehlt. Fuel Drums. Oh, da muss ich echt weit fliegen. Da muss ich echt weit fliegen. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Also es stürzt sich ab. Von daher muss ich jetzt so schnell wie möglich da runter. Fuel 10. Okay, da ist das Benzin. Ganz schnell den Haken raus und hoch damit und dann wieder zurück verteidigen. Nicht, dass sie hier oben unsere Agenten abknallen. Das wäre wirklich das Letzte, was mir hier noch passieren könnte, ey. So, was ist jetzt hier, Leute? Seid ihr fertig? Ja, Mann, was soll ich denn jetzt hier machen? Soll ich jetzt hier den Rest meines Lebens verbringen oder was? Oder soll ich hier so lange rumfliegen, bis im Irak irgendwann mal Schnee fällt oder keine Ahnung? Oh, meine Fresse, ey. Werd fertig. Kommt raus, da. Ich komme auch irgendwie gar keine Gegner mehr. Es kommt mir irgendwie vor, als ob das Game hier ein bisschen rumbuggt jetzt gerade. Das würde doch hier irgendwas passieren. Ich glaube, das Spiel buggt gerade wirklich. Ja, ich weiß es nicht, wie lange ich jetzt hier noch rumfliegen soll, bevor hier mal was passiert. Secret Intelligent Agents. Find and rescue the Secret Agent. Here is the Midman Secret Plans Force Map. Ja, genau. Zu dem will ich. Secret Agent lost. Return to the Fregatta when missions are complete. Ja, okay. Ich warte jetzt hier einfach. Der Benzinverbrauch ist mir viel zu hoch, wenn ich immer rumfliege. Nö, nö, nö. Tja, woher müssen sie da wieder rauskommen? Schätze ich jedenfalls mal. Ich glaube, jedenfalls früher war das so. Man muss sie dann wieder aufsammeln und den könnte man abhauen. Tja. Kann halt manchmal ein bisschen dauern, ne? Ach, da oben ist noch einer. Die muss ich bestimmt noch vernichten. Und dann kommen die da erst. Ah, alles klar. Da ist jetzt noch einer. Und der holt mich natürlich sofort runter. Aber gut, gut, gut. Wir haben noch einen Hubschrauber. Wir haben immer drei. Deswegen ging das jetzt bestimmt nicht weiter. Ach, alles klar. Jetzt kommen die raus. Na, das hätte man einem aber auch mal zeigen können. Sagen können. So, jetzt haben wir den Typen. Jetzt kriegen wir wieder so eine kleine Cutscene. Das war damals natürlich auch schön, dass man solche Cutscenes immer mit eingebaut hat, ne? War früher in den Spielen nicht normal. Also der Zweig war echt zukunftsweisend. Macht heute noch einen heilen Spaß. Also es gibt ja auch mehrere Ableger noch davon. Danach kam nämlich Jungle Strike, dann kam Nuclear Strike, dann kam Soviet Strike. Und irgendeins kam dann immer noch, ich weiß es jetzt aber nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe fast alle gespielt, bis auf Jungle Strike. Und die waren alle sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ohne Scheiß, Freunde. Macht echt einen heilen Spaß. Also kann man heute noch richtig empfehlen, sich das Game mal zu besorgen und mal zu zocken. Wie gesagt, eines der ersten Open-World-Spiele überhaupt. Sehr, sehr zukunftsweisend, wie ich es gerade schon gesagt habe. First the good news, Secret Agent Rescue, Pulse 2000, Passwort, Score, yeah. Wir haben es gemacht, Freunde, wir haben es gemacht. Mal gucken. Batman Secret Bunker. Wow, ja, der Batman, der schmiedet jetzt hier noch fiese Pläne. Motherland is under siege, but you said we were prepared for anything. Ja, Junge, hat wohl nicht geklappt, weil es kriegst einfach eine ordentliche Klatsche, du. So, the tech force is stronger than we saw. Ah, die angreifenden Kräfte sind stärker, als wir gedacht haben. Perhaps you should let the scout do the talking. Ah ja, wir sollten die Scout abschießen und ihre Sprechen überlassen.
I give the order to begin the scout launch at once. Oh ja, er möchte jetzt sofort, dass das Ding abgeschossen wird. Die nukleare Rakete. Müssen wir natürlich was gegen machen, ne? Jetzt wollen wir uns dieses Bild hier angucken. Ah, the agent you rescued has heard about a group of political prisoners are being held and where the POW camp is located. You also said that there are some mobile scout launchers and a chemical weapon plant in the same arena. So here are your mission. Ja, destroy the radar site, rescue the political prisoner from Trigels, destroy the power station, destroy the chemical plant, capture scout commanders and destroy their launchers, rescue POWs from the camp. Meine Fresse, das wird ja immer schlimmer. Bin ich jetzt mal gespannt. Das zweite Level, ich glaube, so oft habe ich das gar nicht gesehen. Naja, besonders anders sieht die Karte nicht aus, aber okay, wie soll es halt in der Wüste aussehen? Das ist halt immer gleich. Die sollen sonst einfach gleich drei Radaranlagen zerstören. Das ist ja richtig fies. Aber Freunde, für diese Retro-Vorstellung reicht es erstmal hin. Wir haben jetzt hier schon fast 32 Minuten rum. Und ich denke mal, das ist genug für eine Vorstellung. Da müssen wir schon mal zwei Folgen draus machen. Gut, Freunde, wie immer euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, über ein Like und ein Abo, tue ich mich immer riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit und ciao.